Miss Funny Home backt heute tolle Sachen. Miss Funny Home lädt dich dazu ein. Miss Funny Home backt sich in unser Herzen und gibt dir Sonnen, Sonnenschein. Ob Cupcakes, Kekse, Kuchen, Bonbon, Torte oder Bonbon. Ja, all die schönen Sachen macht uns heute unser Miss Funny Home. Hallo, hier ist eure Miss Funny Home. Heute mache ich mit euch einen Bagger, einen kleinen Torten-Cake-Topper. Einen kleinen Bagger, den man auf die Torte draufstellen kann. Der wird jetzt komplett aus Fondant gemacht. Und dafür habe ich die Farben Orange für nur ein ganz kleines bisschen eigentlich. Grau, Schwarz, Weiß und Gelb. Gelb sehr viel. Ja, und die Farben, alle die Farben, die ich nicht benutze, tue ich mal zur Seite. Am besten in Frischhaltefolie rein oder irgendwie anders. Auf jeden Fall dann noch abdecken. Das Beste, was ihr machen könnt. Gerade im Moment sind meine Temperaturen ganz grausig, das ist noch wichtiger. So. Und als erstes werde ich mir jetzt, ich habe mir auch schon eine kleine Skizze gemacht, wie der so werden soll. Und so werde ich mich ungefähr dran halten, mir meinen Bagger zurecht zu formen. Der geht ziemlich einfach. Als Grundelement brauche ich jetzt erstmal ein Stück gelbes Fondant, den rolle ich mir schön geschmeidig. Den könnt ihr entweder als, ihr könnt auch Blütenpaste benutzen, Gum Paste oder Modellier Fondant. Ihr könnt einfach auch CMC oder normalen Fondant runtermischen. Das heißt, dieses, was es entweder im Tortenshop oder auch in der Apotheke zu kaufen gibt, das ist vollkommen egal. Entweder ihr könnt es auch locker eine Woche oder zwei Wochen vorher machen, bevor ihr die Torte machen wollt. Das ist eigentlich alles vollkommen wurscht. Und ich fange jetzt einfach erstmal an. Und zwar will ich für meinen Bagger erstmal ein Rechteck mir jetzt hier bauen. Ihr seht, am besten geht es mit die Seiten hier glatt machen und dann quetschen und dann immer wieder neu drehen. Meins wird so ein bisschen kindgerechter Bagger. Das heißt, er kriegt auch Augen und einen Kinderlook. So, und das reicht mir jetzt schon sehr gut von der Form her. Wenn ich nochmal platt haben möchte, rolle ich ihn nochmal, damit er wirklich schön ist. So. So gefällt es mir jetzt schon mal sehr gut. Jetzt fange ich schon mit dem nächsten Teil an. Jetzt möchte ich da oben rauf das Fahrerhaus setzen. Ich werde jetzt mal gucken, wie viel ich brauche. Ich denke, so ein bisschen weniger als die Hälfte brauche ich dafür. Und mache genau das gleiche wie vorher. Wieder sowas wie ein leichtes Rechteck. Meiner braucht jetzt nicht ganz gerade Kanten. Als Tipp, wenn ihr gerade Kanten haben wollt, könnt ihr natürlich auch einfach nur schnippeln. Könnt mal raufstellen, ob es euch jetzt so passt oder nicht. So, meine passt mir so. Ich möchte aber, dass er vorne schräger ist. Also flache ich ihn jetzt ein bisschen vorne ab. So. Und ansonsten ist er jetzt schon genauso, wie ich ihn haben möchte. Das klebt ihr entweder mit Zuckerwasser auf oder bei mir ist jetzt im Moment so eine starke Luftfeuchtigkeit. Ich kann das auch ganz locker so machen. Als nächstes nehme ich mir nun erstmal Grau und werde die Scheiben mit ein bisschen Grau hier markieren. Mit meinem Grau rolle ich mir jetzt
den Fondant dann aus. Gucke ich, wie hoch er ungefähr werden soll. Schau mal, ob das passt. Ich glaube aber, das ist ein bisschen zu viel. Das muss jetzt hoch werden, wie mein Fahrerhaus hoch ist und ein bisschen niedriger. Sieht schon sehr gut aus. Ich möchte aber noch ein ganz klein bisschen weniger haben. Das kann man sich auch ausmessen, wenn man möchte. So. Kann man aber auch wirklich immer jetzt hier so sagen, okay, das wird jetzt hier 1,5 cm. So. Hier sind es knapp 2 cm, geht aber ein bisschen schräg weg. Also so. Hier das gleiche 2 cm mit ein bisschen schräg weg. So. Damit sind wir mit dem Grau schon fertig. So, mit meinem Bagger geht's weiter. Ich habe 2 große und 2 kleine Kugeln gerollt. Die rolle ich mir auch wirklich schön rund und am liebsten mache ich die zu Rädern, indem ich sie jetzt einfach gleichmäßig flach drücke. Das wird eigentlich immer am schönsten. So, gucken, wann sie passen. Die sollten jetzt schon auf jeden Fall fast über den oberen Rand tragen. Das setzt man sich dann auch an und guckt, ob das passt. Und wenn ich die fertig habe, suche ich mir jetzt nochmal gelbe Farbe aus. So, und nun nehme ich mir auch eine Hilfsmittel. Also entweder habt ihr ganz oft ja wahrscheinlich schon Tüllen da, dann könntet ihr mit solch einer Tülle und mit solch einer Tülle zum Beispiel was ausstechen. Oder ihr habt hier, das jetzt finde ich auch total klasse, hier ein paar runde Tüllen, wo man auch gucken kann, wie groß das nun werden kann. Und hier gefällt mir die Größe schon besser. Dann nimmt man einfach, was man so hat. Alles kein Ding. So. Ich mache jetzt mal doch ein bisschen mehr, weil der hier ist mir zu dünne geworden. Ich würde eher hier so ein bisschen dickeren haben. Und in die hier würde ich gerne auch nochmal eine kleine Markierung machen. Damit sie ein bisschen schicker aussehen. Die nehme ich mir jetzt und setze ich vorsichtig rauf auf meine Reifen. Entweder klebt ihr so oder die Feuchtigkeit reicht bei euch, wie gesagt.
halte das mal kurz ran, ob ich es so haben will. Lass es aber auch kurz einen Moment trocknen, das gefällt mir so. Jetzt will ich es erstmal trocknen lassen, damit es gleichmäßig trocknet. Und sich nicht runterbiegt hier vor Hitze. Und will mir jetzt endlich hier vorne was drauflegen. So, da passt es hier perfekt. Ein bisschen so zu laufen. Und dann ist das Ganze auch noch ein bisschen zu lang, denke ich mal. Mal gucken, wie lang es maximal sein sollte. So. Hopp. Könnten wieder ein bisschen glätten. So, dann möchte ich noch hier unten was dranlegen. Hier oben meine kleine Baggersirene rauf. Dafür roll ich mir erstmal ein bisschen Orange als normale Kugel und dann roll ich das Ganze ein bisschen in Tränenform, ein bisschen oval und schwäche das Ganze dann unten ab, mache es glatt, indem ich das auf dem Boden aufstucke. Kann man auch so ein bisschen machen und dann schauen. Und dann hat man hier ein passendes Teil. Das ist mir zu dick, jetzt mache ich es ein bisschen enger. So. Genau. So gefällt es mir. Dann brauche ich noch mal ein wenig für den Kühler. Den rolle ich mir jetzt hier aus. Und jetzt gucke ich kurz, ob er passt von der Größe her. Ich hätte gleich das Ding hier nehmen können. Naja. Guck, ob das gut passt. Ich denke, nein, das ist ein bisschen zu viel. Also muss es ein bisschen kleiner werden. So. Mache es wieder schön gleichmäßig. Und jetzt mit dem größeren Teil brauche ich gleich ein paar Streifen hier rein. So. So. Mal kurz gerade biegen. Das ist jetzt ein bisschen zu lang geworden, also ein bisschen weg. Durch das Breitdrücken. So. Als nächstes kommt jetzt die Schaufel. Dafür werde ich jetzt erstmal probieren, ob das hier von der Größe her passt. Ich bin aber noch nicht sicher. Ich muss jetzt mal schauen. Ich würde jetzt gerne. Ich mache also ein Quadrat, das ich mir aber biege. Es muss erstmal vorsichtig gelöst werden. Ich sage, meine Temperaturen hier sind unglaublich. Und dann soll es in der Hälfte gewogen werden. Und auch so stehen bleiben zum Trocknen. Und dann werde ich jetzt noch zwei lange Streifen, die von hier außen zu der Schaufel gehen, machen.
Dafür nehme ich ein langes, weil ich dafür dann, das teile ich dann in der Mitte. So. Und hier will ich jetzt die Ecken ein bisschen nach unten. So, und als letztes werde ich jetzt noch, während die anderen Sachen trocknen, die Augen fertig machen. Ich mache mir zwei Kugeln und da ich ja jetzt die nicht ausdrücke, muss ich, um die gleiche Größe zu haben, am besten erstmal das Ganze halbieren. Kugelform. Dann einfach flach drücken, dann in die passende Form. So, falls ich jetzt die Augen nicht erklärt habe, ich glaube, meine Kamera hat gesponnen. Ich habe jetzt hier die weißen ovalen Kreise gemacht, dann habe ich schwarze gemacht, auch oval. Und dann nochmal weiße Punkte extra aufgesteckt und das Ganze hier oben angeklebt. Ja, und jetzt warte ich, das ist mein Dach, das ist meine Schippe, die kommt hier vorne hin, meine Reifen und hier meine Stangen der Schippe, die müssen aber alle erstmal kurz ein bisschen durchtrocknen und dann baue ich das Ganze weiter zusammen. Jetzt klebe ich alle Teile, die ich noch so brauche, vorsichtig aneinander. Und es ist warm geworden. Ihr nehmt entweder Kleber oder Wasser. Miss Funny Home backt heute tolle Sachen. Miss Funny Home lädt dich dazu ein. Miss Funny Home backt sich in unser Herzen und gibt dir Sonnenschein. Ob Cupcakes, Kekse,